herzlich willkommen zu unserem kleinen Video zu Train Simulator Classic, wie man eine eigene Linie bei der S-Bahn Berlin erstellt. So, zum einen gehen wir jetzt erstmal hier durch, bis wir angekommen sind bei Railworks. Gehen wir auf Assets, Train Team Berlin, BR481 und Sounds. So, dann Ibis. Überlegen wir, was für eine Linie wir denn erstellen oder abändern. Ich würde sagen, wir erstellen jetzt erstmal eine Linie, die vorhanden ist von der Sache her, in der Linienliste aber noch nicht vergeben ist. Das wäre in diesem Fall die S22. Das soll eine Abart der S2 sein, eine Verstärkerlinie. Das heißt, den Umlauf kopieren wir, fügen wir nochmal ein. S22-1, bestätigen das, öffnen das erstmal. So, auf die Schnelle sieht das nach viel aus, ist es aber nicht. Unser Zug soll von Blankenfelde bis Potsdamer Platz fahren, also nehmen wir das einfach einmal raus. So, jetzt haben wir auf einmal nur noch 12 Stationen, natürlich kann man das alles nochmal einzeln angeben. Fügen jetzt einfach nochmal eine Station hinzu, damit man sieht, wie das ist. Sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen, dass er nach Potsdamer Platz nochmal hält. Nämlich 13 nächste Station nach dem Potsdamer Platz kommt das Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor. So, jetzt haben wir es eingegeben. Alle Infos, die es benötigt. Speichern das ab und können das schließen. So, zum einen benötigen wir jetzt einfach mal diesen Ordner, den fügen wir auch nochmal neu ein, benennen ihn einfach um in S22. Hier drin sind die Ansagendateien der S2 jetzt drin. Da unser Zug einfach stärker ist, fällt das nicht auf. Es braucht immer ein bisschen, bis es geladen hat. Es fällt am Ende nicht auf, dass es dieselben wieder bei der S2 sind, da es ein Verstärker ist. So, den gehen wir auf Skript, Ibis, und da haben wir auch einiges. So, den gehen wir hier, S21 von hier aus, kopieren das auch nochmal, benennen das um in S22-1. Das öffnet sich. So, dann gucken wir hier durch. Wir haben ein bisschen viel hier drin. So, nehmen auch das hier wieder raus. Hier steht unter den Linden drinnen, was natürlich egal ist in diesem Fall, weil der hieß dort unter den Linden. So, jetzt haben wir 13 Stationen, ändern wir diese Zahl auf 13, diese Zahl auf 13. Gehen wir hier an die Seite, S22. Hier oben steht unsere Tour auf S22 und Ibis S22 und natürlich nicht nach Bernau, sondern nach unter den Linden. Das speichern wir hier ab und von der Sache her müssten wir jetzt schon fertig sein. Das Ganze kontrollieren wir jetzt natürlich nochmal. Das haben wir eben gehabt. Jetzt gehen wir natürlich nochmal zurück. Sound. Ibis. S22. Funktioniert perfekt. So, was jetzt natürlich auffällt, hier fehlen Sounddateien. Normalerweise müssten noch angegeben sein die Endbahnhofdateien. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal rein, wo die sind. Hier haben wir Punkt Endbahnhofdateien. So, dann gucken wir hier rein, ob wir sie einmal weggenommen haben. Ja, wir haben sie einfach weggenommen. Das heißt, wir fügen sie einfach ein, die wir brauchen. Wir nehmen uns die hier, kopieren uns die bis Brandenburger Tor. STRG-C. Gehen wir rüber. Gucken wir mal, wie es hier ist. Einfach darunter.
gestartet haben, was wir aber gegebenenfalls neu starten müssen. So, erstmal die Linie. 22, Umlauf 1. Unser Ziel ist das Brandenburger Tor. Am besten druckt ihr euch das Handbuch nochmal aus, damit ihr diese Punkte habt. Wir suchen uns jetzt einfach mal das Brandenburger Tor raus. In diesem Fall natürlich unter den Linden, außer ihr habt es abgeändert. So, unter den Linden, da haben wir es, die 1, 8, 5. Und unser Start, also es hat funktioniert, wie man sieht. Unser Start ist natürlich Blankenfelde. Na, wo haben wir es? Also es steht natürlich alles hier drin. In dem Handbuch. So, Blankenfelde, das ist die 7-8. Das bestätigen wir. Und wenn wir draußen rangucken, steht dran S22 nach unter den Linden. Natürlich auch Brandenburger Tor genannt. Und er greift automatisch auf die Ansagen zu. Blankenfelde. Übergang zum Regionalverkehr. Das natürlich bei allen Ansagen, die eingestellt sind. Und am Ende setzt er noch die Endhaltestellenansage, die eingestellt wurde. In diesem Fall hören wir uns das mal an. Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahnlinie 55. Diese Zugfahrt endet hier. Fahrgäste bitte alle aussteigen. So, und man sieht, es funktioniert. Es schaltet sich auch automatisch weiter nach jeder Station. Von der Sache her war es das auch schon wieder mit unserem kleinen Tutorial. Ich werde eventuell nochmal ein weiteres machen, wo ich erkläre, wie man in Szenarien andere Fahrzeuge einsetzt. Bis dahin, auf Wiedersehen.